Schulschluss. Was geht mit dem Sound gerade? Der rauscht so. Ja, ich mag ihn nicht. Erwischt. Wieder erwischt. Und Gott. Boah, der Sound, der geht mir gerade echt auf die Nerven. Ich hoffe, der wird nicht so aufgenommen, oder ich hoffe, das ist nicht das Original, sondern das spinnt bei mir gerade bloß ein bisschen. Geht mir ein bisschen auf die Nerven, Junge. Aber egal, den kann ich gerade nicht viel anhaben. Ich tippe auf die Tür da. Wow, stehen da drei Burschis drin. Cool. Geht die auch auf? Geht auch auf. Und die hier? Die geht auch auf. Nein, ich hasse die Entscheidung. Uah. Boah, was kommen denn hier für Leute, ey? Okay, das ist der dritte Flur. Dann gehen wir doch erstmal in den zweiten. Das ist ja auch eine Tür. War die vorher auch schon da? Verwirrt mich doch nicht. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube, das hier sind diese... Brauche ich die? Ne, scheinbar nicht. Hätte sein können, dass das eine Zutat ist. Hm. Kann man da drin was machen? Hallo? Na, scheinbar nicht. Aber... Ich glaube ja nicht, dass der Raum hier komplett umsonst ist, oder? Darf ich verwirrt sein? Aber hier geht nichts. Komisch. Dann gehen wir erstmal wieder raus und gehen mal, das war jetzt der zweite. Hier haben wir den dritten. Zack. Weg mit euch. Mag euch nicht. Okay, da hinten ist wieder was Neues, aber das sieht eher nach einer Waffe aus. Schon wieder eine neue Waffe? Und ist das ein Update für die Waffe? Ein Rätsel. Wann gleicht ein Crockett-Schläger einem Billardschläger? Genau. Wann immer du willst. Aber den hatte ich doch schon. Komisch. Wahrscheinlich hätte ihn sonst irgendjemand übersehen. Oh. Mich. Hallo. Okay. Das sieht so danach aus, als ob wir hier irgendwas finden würden. Steht irgendwas mit Blüten, aber... Blüten? Was für Blüten denn? Die da oben? Glaube ich nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Doch die da oben? Man weiß es nicht. Ich meine, immerhin kann man hier raufgehen und das ist bestimmt nicht umsonst. Naja, warum springt sie denn nicht? Ah, jetzt, komm, alles. Halt dich fest. Draußen fliegen Büchersäulen, okay. Nee, so nicht. Was soll ich denn hier?
Hä? Ich bin echt verwirrt. Also ich muss das Zeug ja halt irgendwie sammeln, das weiß ich schon. Aber, hä, hier ist der zweite. Vielleicht mit dem Messer was abschneiden? Nein. Das versuche ich vielleicht mal in dem Garten doch mal. Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht so die Idee, was das alles hier soll. Guten Tag. Nein. Hm. Darf ich verwirrt sein? Hab auch schon wieder vergessen, was die da vorhin aufgezählt hatte, was sie eigentlich holen wollte, sollte. Wie auch immer. Hm. Na komm. Einmal den Schläger ins Gesicht. Dann gehen wir mal, dann kommen wir da drüben durch. Wahrscheinlich nicht, die Tür klappert. Das ist ja eigentlich immer kein so gutes Zeichen. Nee. Schlecht? Sehr schlecht sogar. Und sehr komisch. Muss doch irgendwas zu machen sein. Hm. Normalerweise passiert ja alles von alleine, wenn man rangeht. Oder das meiste zumindest. Irgendwie komisch. Ich weiß es nicht. Ups. Ah, hat's wieder im Rücken gezogen. Eieieiei. Wie sammle ich denn überhaupt was? Vielleicht gucke ich mal ganz kurz in die Steuerung rein. Moment. Weil bisher haben wir ja sowieso eigentlich, naja, noch nicht wirklich Steuerung beigebracht bekommen. Na, na, so hier rennen. Enter verwenden. Moment, verwenden setze ich mir mal eben auf E. So. Finde ich sehr viel besser. So, Grinsekatze kann man mit C rufen. Vielleicht kann die uns helfen. Jetzt ist der Ton auf einmal weg. Dann rufen wir doch mal die Katze und vielleicht kann die uns hier helfen. Nie ausgesäter Samen verdorrt und stirbt. Nie ausgesäter Samen verdorrt und stirbt. Das leuchtet hier so. Was soll mir das jetzt sagen? Klingt ja irgendwie nach Garten. So, laufen wir hier nochmal eben rum und drücken mal überall E. Nein. Vielleicht hier oben in den Beeten nochmal. Das habe ich hier noch nicht gemacht. Nein. Was die Katze noch mal zu sagen hat. Du hast Schlimmeres im Irrenhaus gesehen. Mit dieser Einstellung kommst du weiter. Ja, es ist alles nichts, was mir helfen könnte. Klettert sie denn da gerade drauf? Ich dachte, der gibt mal ein paar Tipps. Aber nein, macht er nicht. Die Natur hat es so eingerichtet, dass manche Samen einen Anstoß brauchen, um zu keimen. Einen Anstoß.
Anstoß brauchen. Ich würde ja hier auf die tippen. Einen Anstoß brauchen, um zu keimen. Vielleicht sind es doch die da oben. Ich bin mir unsicher. Aber ich meine, an denen kann ich mich ja nicht festhalten. Deswegen, keine Ahnung. Einen Anstoß brauchen, um zu keimen. Ja, damit kann ich schon ein bisschen was anfangen. Aber was ist der Anstoß? Ach, komm. Das ist auf jeden Fall nicht der Anstoß, der gewünscht ist. Aber schaut mal, wenn wir jetzt da ranspringen, dann glitscht sie da runter. Also, leider nein. Würde ich sagen. Hier einfach irgendwo drauf prügeln bringt es wahrscheinlich auch so überhaupt nicht. Fragen wir die Katze nochmal. Die Natur hat es so eingerichtet, dass manche Samen einen Anstoß brauchen, um zu keimen. Aber was für einen? Oh Mann. Das ist doch alles äußerst merkwürdig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie auch noch ja keine Samen oder irgendwie sowas. Einfach seltsam. Vielleicht gehen wir hier unten nochmal eben lang. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Kann ja sein. So. Gucken wir mal. Das hier sieht schon mal so aus, als ob ich hier noch nicht war. Guten Tag. Große Halle mit nix. Da ist ein Hebel. Da ist ein bisschen was zu fressen, hätte ich fast gesagt. Ein bisschen was zum Heilen. Und der Hebel hier holt doch bestimmt das Dach halbwegs runter, oder? Nee, ich habe ja das auf E gelegt. Okay. Crazy, aber von mir aus. Ah, auf jeden Fall geht's hier weiter. Naja, das ist ja schon mal was. Kann ich wohl hier drauf springen und mich dann hier über die Holzbalken schlängeln. Ja. Was? Warum? Warum? Warum hat sich die Kamera gerade gedreht? Das war gemein. Also nochmal. So. Du bist hübsch, wenn du zornig bist. Deine Feinde haben Glück, dass du nicht immer so bist. Du hast auch Glück. Rote Augen stehen so wenigen. Und warum bin ich jetzt im Enrage-Modus? Ist doch eigentlich ein bisschen übertrieben, oder? Wenn hier sind nicht mal Gegner. Die Turnhalle ist sicher. Wächter treiben keinen Sport. Sie müssen ihr Gewicht halten. Sport mochte ich noch nie. Ich muss doch kein Trikot anziehen, oder? Nein, das würde dir nicht stehen. Ich erinnere mich an eine Zutat. Pilze. Lecker. Was ist das? Aha, dafür ist das da. Ich verstehe.